Hallo, hier ist Beatrice. Die Impressionen, die ich gerade gezeigt habe, waren aus Lüneburg. Ich bin nämlich immer noch in der Lüneburger Heide. Ich bin heute Morgen von Bad Bevensen, wo ich im Hotel bin, im Zug nach Lüneburg reingefahren. Und da ich dort eine ganze Weile brauchte zum Umsteigen in den Bus, habe ich mir da eben noch ein bisschen die Stadt angeschaut. Mittlerweile bin ich dann mit dem Bus von Lüneburg nach Amelinghausen gefahren. Und jetzt bin ich wieder wirklich in der Lüneburger Heide. Also das hinter mir ist die Heide, also das Heidekraut. Leider blüht es noch nicht. Dabei ist es nur noch eine Woche hin, bis es heißt, dass das Heidekraut anfangen soll zu blühen. Naja, aber das war jetzt auch nicht der Grund, warum ich hier bin. Den zeige ich gleich. Ja, der Ort, wo ich hin will, ist die Oldendorfer Totenstadt. Das ist auch wieder ein Ort mit Megalithen. Die kann man da hinten auch schon sehen. Ich habe von weitem hier schon Leute gesehen. Da muss ich mal gucken, wie ich da jetzt filmen kann. Mal sehen, also von weitem sieht es jetzt schon mal echt richtig gut aus. Und hier blüht sogar auch schon ein klein bisschen das Heidekraut. So, das ist jetzt das Gelände der Oldendorfer Totenstadt. Hier sind die frühesten Steingräber von 3000 vor Christus. Und hier auf der Tafel steht auch, dass danach in diese Steingräber noch mehrmals, auch tausende Jahre später noch, weitere Tote nachträglich hineingelegt worden sind. Also auch in der Bronzezeit. Und in der Bronzezeit wurden auch noch zusätzliche Grabhügel errichtet. Ja, auf den ersten Blick sieht man schon, dass es deutlich größer ist als das, was ich gestern gesehen habe im Altmedingen. Also die Steine selber sind deutlich größer und auch diese Anlage, dieses langgestreckte sogenannte Grab. Ich gehe jetzt hier mal auf diesem Weg, der hier schon ist, hier mitten drauf. Jetzt nur der Anfang. Gehen wir mal ganz die Länge nach, der Länge nach drüber. Was haben wir denn da? Oh, das ist ja abgefahren. Es geht hier ganz außen rum und schließt so eine Kammer. Oh, es ist toll. Und die Leute sind da hinten, weit weg. Auch toll. Wow! Das ist der Hammer. Alles wie aus dem Film hier. So sieht das aus hier. Das eine Ende von diesem ganz ewig langen gestreckten Grab. Ich fasse es nicht. Ist das cool. Wow. Was ich gerade gezeigt habe, das schöne große, war anscheinend das Hünenbett Nummer 4. 80 Meter lang, 6,5 Meter breit. 108 Findlinge. Hier ist auch noch was. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen von vorne. Auch noch mal riesengroß. Die Steine sind sogar noch größer. Das sieht doch auch klasse aus. Ich bin ganz von Ehrfurcht ergriffen. So. Lesen wir mal, was hier drauf steht. Hünenbett Nummer 3. Die sie hier Hünenbett nennen, sind die ganz alten. Habe ich eben gelesen. 60 Meter lang, 7 Meter breit. Ohne Steinkammer. Ja, dieser Stein hier, der geht mir bis zum Hals. So groß ist der.
Und der andere da, dieser hier, so groß wie ich, vielleicht noch auch kleiner. Hier ist noch so ein Hügel. Den schaue ich mir jetzt auch noch an, nach der Mittagspause. Endlich hat es wieder aufgehört zu regnen. So, Hünenbett Nummer 1. 45 Meter lang, auch 7 Meter breit. Das ist so groß, das kann man gar nicht überblicken. Und hier ist noch was. Hier ist so viel, da muss man echt aufpassen, dass man nichts verpasst. Das sieht auch schön aus. Da hinten ist auch so eine Kammer wieder. Das ist das. Steingrab Nummer 2. Das ist ein ovaler Hügel, der ist jetzt nicht so länglich wie die anderen. Auch Trichterbecherkultur. Ja. Ich glaube, hier mache ich jetzt mal meine Meditation. Hier werde ich auch nicht so leicht gesehen. Ich meine, das sieht nicht auffällig aus, aber ja, ist mir trotzdem lieber. Hier hat man noch mal einen schönen Blick über das ganze Gelände. Da hinten war was. Dann hier das Hügelgrab und dahinter das ganz große. Ja, ich habe jetzt eine kurze Meditation hier gemacht. Ich fand es hier auch sehr friedlich und harmonisch. Ich bin noch echt ein bisschen runtergekommen. Die Botschaft, die ich jetzt hier bekommen habe, die drehte sich um Macht im positiven Sinne, im Sinne von Vermögen. Und die lautete, dass man dann etwas vermag, wenn man mit den Kräften der Natur, mit den Kräften des Lebens im Einklang ist. Wenn man mit den Kräften zusammenarbeitet, statt seinen Kopf durchsetzen zu wollen. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier. Es wird Zeit, dass ich wieder zum Bus zurückgehe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.